Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Flüchtlingsbürgern zur Kasse bitten, lautet der Antrag der AfD. Aber vielleicht sollten Sie sich erst mal um Ihre Parteikasse und auch um Ihre illegalen Parteispenden kümmern, bevor Sie andere zur Kasse bitten. Räumen Sie erst mal bei sich selber auf. Warum überrascht uns so ein Antrag der AfD nicht? Vielleicht, weil Werte wie Menschlichkeit, Solidarität oder Hilfe keine Werte für die extreme Rechte sind. Vielleicht, weil die AfD für ein Gesellschaftsmodell steht, in dem all diese Werte kriminalisiert werden sollen. Vielleicht aber auch, weil ein Abgeordneter aus der AfD, Thomas Seitz, inzwischen bei der Wiedereinreise eines abgeschobenen Asylbewerbers über die Einführung der Todesstrafe in Deutschland reden möchte. Das ist Ihre Menschenfeindlichkeit. Nun zum Antrag. In den Jahren 2014 und 2015 haben Menschen im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme für syrische Geflüchtete zugunsten ihrer Angehörigen Verpflichtungserklärungen unterschrieben. In erster Linie, um diesen Menschen einen legalen Zufluchtsweg nach Deutschland zu ermöglichen, damit sie nicht die gefährliche Mittelmeerroute nehmen müssen. Ich möchte hier an dieser Stelle meinen Dank und meinen Respekt an diejenigen richten, die diese Verantwortung übernommen haben. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Politik. Was jetzt aber mit den Bürgern passiert, die diesen Akt der Solidarität geleistet haben, ein Skandal. Sie erhalten Forderungsschreiben der Jobcenter, in denen Sie um Erstattung der Lebenserhaltungskosten der betreffenden Personen gebeten werden, auch dann, wenn die betreffende Person schon einen Schutzstatus erhalten hat. Das war jedoch vielen Bürgern nicht klar. Im Rahmen der Bürgschaftsverfahren hat Aufklärung und auch umfassende Beratung nur begrenzt durch die Behörden stattgefunden. Die Rechtsprechung zum Thema war auch nicht einheitlich. Die Bundesregierung hat mit ihrem Integrationsgesetz von 2016 sogar Verschärfungen nachgelegt. Im Januar 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Haftung aus Verpflichtungserklärung mit der Anerkennung des Schutzstatus nicht entfällt. Wir fordern die Aufklärung über diese Verfahren und auch die Klärung der Zahlungsfähigkeit der Bürger und auch die Aufklärung der rechtlichen Irrtümer. Der Bund und die Länder haben in diesem Zusammenhang auch schon Lösungen angeboten. Dennoch ist die rechtliche Lage bis heute nicht umfassend geklärt. Dieses widersprüchliche Verhalten schafft eine Rechtsunsicherheit. Diese Unsicherheit darf nicht zulasten derer bestehen bleiben, die sich solidarisch und couragiert an die Seite der Geflüchteten gestellt haben. Hier sollte eine einheitliche Lösung der Bundesregierung auf den Tisch. Im Ergebnis muss es heißen, dass keiner der Bürger zur Kasse gebeten werden darf. Die Lösung sollte daher entweder der Erlass der Forderung oder ein Hilfefonds sein, der die Bürger finanziell entlastet. Außerdem sollten die Landesaufnahmeprogramme weitergeführt und auch ausgebaut werden, damit mehr Menschen legale Zugangswege nach Deutschland finden. Denn immer noch müssen viele Menschen über die tödliche Route im Mittelmeer fliehen. Das muss endlich beendet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Klar doch, immer. Das Wort hat die Kollegin Phyllis Pollert für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.